Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu RL Craft. Ja, wir müssen immer noch das Viech von draußen hier vernichten. Jetzt sind es zwei. Warum sind es auf einmal zwei? Jetzt habe ich zwei vor der Haustür, das heißt ja, ich krieg. Oh, ich krieg ganz viel Gloss. Kuckuck, kommt her. Wer traut sich? Und noch einen draufhauen. Und noch einen draufhauen. Und noch einen drauf. Von wie sie die Treppe immer hoch hin? So richtig ist der Erweiterungsfall, dass wir es schaffen. Wo war der andere hin? Jetzt steh. Aua! Der hat durch die Tür geschossen. Assi. Er ist nur durch die Tür geschossen. Erster. Komm vor die Tür. Das war Nummer 2. Richtig viel sogar diesmal. Das war sogar diesmal richtig viel. Nice, wie viel Redstone. Das ist auch schön. Dann haben wir noch ein bisschen. Jetzt machen wir gleich noch ein bisschen was. Aber besser, wir haben es direkt auf Lager. So viel wird es auch nicht. 4 Stück. Aber es sind immerhin 4 Fackeln, glaube ich, ne? Jo. Jetzt haben wir 7. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker. So. Ach genau, ich wollte noch so ein blödes Messer machen. Auch wieder so ein beschissenes Messer, warte mal. Habe ich noch so ein. Ja, so ein Flintenteil habe ich noch. Gut. Ein kleines Knife. Einmal hier durch. Im Schnellverlauf. Für die Bandagis. Alles für einen Zweck. Damit wir auf alles vorbereitet sind im Notfall. Und da muss man Notfall-Preparations genauso machen. Alter, das Ding geht so schnell kaputt immer. Genauso müssen wir jetzt hier noch die Steinwand einziehen, die Rücksteinwand. Ja, da haben wir noch mit los. Ich schicke mich schnell hier rein. Hier würde ich trotzdem noch eine Steinwand einziehen, einfach weil es die Rückseite ist. Und dann ziehen wir die Erde ein bisschen hoch. Oder so, keine Ahnung. Brauchen wir eine Attic oder ja. Sowas in der Art. So. Aber wir müssen die Erde auch irgendwie wieder wegkriegen. Und wir haben so viel Erdbilder, wir könnten das hier eigentlich voll aufschütten. Komm. Hier geht es auch noch die lang. So. Wird doch langsam. Wird halt riesig, ne? Das ist in meinen Augen schon so. Schlafmodus. Das ist überhaupt nicht gut. Ey, lass mich rein. Weil dann wird das hier auch schon langsam, immer langsamer. Und das ist so richtig so. Wach bleiben. Wach bleiben. So, warte mal. Rock haben wir hier noch. Zack. So. Ob dieser Rock. Haben wir denn hier unten wenigstens einen Feuerschutz? Dann können wir uns in jede Ecke dann wenigstens oder fast in jede Ecke stellen.
im Notfall, dass der... Diese Tür macht mich fertig. So. Was hatte ich vor? Ah, genau. Wo ist meine Axt? Da ist eine Axt. Ah. Oh. Geht das mit dir auch? Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja. Hab mal schon gedacht, jetzt ist alles vorbei. Wir brauchen Holz. Wollte gerade sagen, irgendwie wird meine Sicht schwummrig, komisch. Aber ist ja alles noch in Ordnung. Ich werde einfach nur langsam bekloppt. Das ist alles. Zack. Schaufel. Ich will mir das nicht antun. Auch wieder eine halb kaputte Schaufel. Ich hab's drauf. Sticky Sticks brauche ich. Sticky Sticks. So. Okay. Jeder wie er will, ne? Ich sagte absolut nichts geben. Hey Leute, ich muss kurz pausieren. So, ich bin wieder zurück. Musste kurz ein bisschen telefonieren. Kurz ist gut gesagt. War jetzt doch, glaube ich, eine halbe Stunde nochmal oder eine Dreiviertelstunde. Ups. Aber ja, so geht's, wenn der Abend kurz ist, ne? Wenn die ganze Zeit auch andere Sachen macht. Aber dann schauen wir mal, zack, 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 zack. Wie schnell kann ich hier eine Hütte hochziehen? Nicht schnell genug auf jeden Fall. Und vor allem setze ich dann noch ein paar Blöcke nach oben. Weil ich's ja kann. So, Axt. Und hier geht's ja wieder einen Stock tiefer. Die Frage ist, ziehen wir dann hier einen Boden ein? Oder machen wir das zu einer riesigen Kuppel? Aber ich würde auf jeden Fall hier so eine Glasfront einziehen, oben vielleicht. Schaut bestimmt cool aus. Wenn wir so eine kleine Glasfront hier reinziehen, das könnte was hermachen. Also das Geräusch, dieses passt nicht unbedingt. Ja. Ich XP habe ich aktuell auch nicht mehr. Aber was will man machen? Boah, ich bin heute müde. Boah, eieiei. Ist ganz weird. Wow. Das erschreckt mich jedes Mal aufs Neue. Haben wir dabei. Kurz umgucken, bevor ich hier irgendwo anfange, was zu klauen. Weil ich brauche wieder Sand. Und diesmal sogar ein bisschen mehr Sand, weil... Immerhin wird das ja jetzt unser Wöhnungchen und das braucht ein bisschen mehr Glas als der Standard. So, so, so.
Das hat Mitleid mit uns. Ich glaube es dann nicht, aber ja. Bisschen Sand. Bin erstaunt, dass Smaug nicht mehr aufgetaucht ist. Ist eigentlich zu ruhig für Smaug. Schaut eh aus, als ob ich hier schon so extrem gepennt habe mal zwischendurch. Ja. Das Zeug wächst immer noch nicht. Frustrierend. Frustrierend. Fliege hier weg. Oder Mücke, was auch immer du bist. Verschwinde von dem Antlitz meines Gesichtes. Da kommt nochmal Atom über den Rest von dem hier ran. Das brennt schon gut genug. Sie hat ziehen wir es dann so hoch oder nicht? Ich würde schon sagen, dann ziehen wir es so hoch, dass so. Dass hier eine Holzwand ist. Und hier auch. Zack. Er hat sich wenigstens eine Form. Und einmal so. Schauen wir, wie das ausschaut, wenn ich das um die Ecken platziere. Ja, platzieren ist da nicht immer unbedingt so einfach. So. Ja, das hat schon was. Klack und klack. Das wird doch, das wird doch. Und noch schnell eine Spitzhacke. Habe ich noch irgendwann sicher, oder? Ja, da. Dann hacken wir nochmal hier unten ein bisschen was raus aus unserem Bunkerbereich. Das müssen wir später eh dann auch noch umbauen, weil immerhin soll ja hier unsere Notfallunterkunft drin sein, die im Notfalle eines Drachenangriffes uns auch für eine Zeit, sagen wir mal, safe hält. Wir haben ja gesehen, wie stark so ein Drache auf einmal ist, wenn er Bock hat. Und was eine Verwüstung dann richtet. Bedeutet, unterm Grunde zu bauen ist vielleicht gar nicht doof. Und da auch so viel Platz wie möglich, weil wenn wirklich der mal vor der Haustür länger bleibt, sollten wir wenigstens ein bisschen Holz pflanzen können, Nahrung und. Um sicher zu sein. Genauso würde ich hier gerne hin meine Hühnerproduktion machen, damit wir Pfeile auch dauerhaft produzieren können. Aber das hat ja alles seine Zeit. Ich muss danach auch noch schön alles aushüllen. Damit das schön Platz hier hat, ne? Und dann schauen wir mal weiter. Ja, das reicht doch auf jeden Fall fürs Erste, oder? Haben wir eh schon wieder ein bisschen was ausgehöhlt. Hupsi. Einmal. Zweimal. Hä? Jetzt auch. Jetzt aber. Hier auch noch zu. Quietsch, 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 quietsch. So. Kriegt ihr das auch so hin? Jawohl. Oh. Mann, Holz. Dankeschön. Das ist eine Mücke, die hier dann rumfliegt. Die will mich.
Die will mein Blut sehen. Da müssen wir überlegen, ob wir überhaupt was Fenster reinbauen. Sowas Fenstermäßiges, aber ja. Das wird der Durchgang dann zu unserem neuen Bereich. Das müssen wir dann auch noch planen. Aber wir kommen auf jeden Fall gut voran. Die Decke fehlt noch. Und ja, das werde ich halt wahrscheinlich als Flachdach so Steine drüber legen oder sowas anders sieht. Oder sowas einfach flach drüber legen, sodass wir die Grundstruktur drunter sehen. Schaut bestimmt cool aus. Ah, da müssen wir noch schauen. Wichtig ist halt auch, dass wir hier drin ein bisschen Platz kriegen. Dass wenn was ist, weißt schon. Mich sieht der Drache nicht. Hilfe! Aber gut, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!